Nee, hey, schon, Leute, willkommen zurück bei Pokémon Rot. Ich bin Schüssel 05 und ja, jetzt machen wir uns tatsächlich mal auf hier gegen den ollen Duschberg. Nachdem wir uns das letzte, nachdem wir jetzt ja ein bisschen gelevelt haben, sollte das ja wohl hoffentlich im Bereich des Möglichen sein. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Nein, also Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Ah, deswegen haben wir dieses Spin-off nie bekommen. Das ist klar. Samstag Probleme, als ich mir im Stream gesehen habe und Twitch ist ein Mist. Ja, man muss aber auch Twitch mal zugute führen. Twitch sagt immerhin, wenn was nicht stimmt. Bei YouTube weißt du, dass etwas nicht stimmt, aber sie würden Jack Shit sagen. Oh shit, ein Sandama. Oh, aber da habe ich genau den richtigen für. Geh! Wurm, Wurm. Oh shit, der kann auch schlitzen. Er schlitzt sogar stärker. Aber ich kann auch schlitzen. Wir haben alle Schwerter. Oh shit. Why would you do that? Er hätte mich locker killen können. Das wäre locker kill geworden. Arr, Bock. Ich wünschte, es gäbe in meiner jetzigen Situation schon gute Giftattacken für mich. Ja, man kann Nightbot einen Sub schenken, aber das ist rausgeschmissenes Geld. So, please don't do it. Da schenkt's lieber jemandem, der tatsächlich irgendwie gucken möchte. Bleib stehen! Bustiere nicht die unsichtbaren Mauern! Was? Ich dachte, das ist nur mein Problem. Alter, wieso haben die alle Sandamas? Das ist gefährlich. This is danger for you. Killer Queen. Kratzer. Du hast Schlitzer und benutzt fucking Kratzer. Um die Ecke bieten, lass es wirklich. Nightbot einen Sub zu schenken, ist absolute Geldverschwendung. Wirklich, das bringt überhaupt nichts. Yes! Weil soweit ich das jetzt gesehen habe, Twitch sagt... Nani? Beize Adusto. Beize Adusto! Oh Gott, vielen Dank für die 100 Bits. Es ist einfach so, Twitch sagt, hier, wir hatten dann und dann immer Probleme mit dem und dem. Und dann weißt du, aha, da gab es also Probleme, deswegen war das also so. Bei YouTube weißt du selber irgendwann, dass es Probleme gibt, aber YouTube sagt sich einfach, ja, lass mal machen. Die kriegen das schon hin. Die werden sich schon irgendwie zurechtfinden, diese kleinen Vollidioten. Lass mal Logan Paul pushen, ich glaube, der hat eine neue Leiche gefilmt. Na, Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Ernsthaft, werden wir jetzt schon Vorfahren rassistisch hier? Ist das dein Ernst? Mein Jongleur-Freund? Scheitballs. Das Ding ist ein Problem. Aber nicht für die Queen. Der Monsterlord! Danke für das Follow. Für das Follow. Fürs Followen. Das Ding kann sogar schon Psychokinese. Aua. Nicht gut. Oh, snap. Okay, es hat versucht, mich voll zu forzen und es hat nicht funktioniert. Bin ich super. Das hätte nämlich arg in die Hose gehen können. Und ein Hypno auch noch, oh mein Gott. Ich hoffe einfach, dass Pate das hinkriegt. Und Schlitzer gut Schaden macht. Oh ja. A crit like a flashbang. Und Schlitzer ist gebannt. Schlitzer got banned vom Twitch. Yes. Alter, der Erfahrungsboost. Ich habe es vermasselt. So, bevor wir... Da unten ist auch noch ein Trainer.
Die Erfahrung lassen wir uns dann ja doch nicht entgehen, ne? Außerdem müsste ich sowieso vorher einmal zurück und einmal heilen. Weil, Jesus, die Leute hier... Da kannst du gegen meine Spezialtechnik bestehen? Es gibt hier noch keine Doppelkämpfe. Du kannst nicht Schutzschild Erdbeben spammen wie so ein kleiner Huso. Es funktioniert nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Traumato ist gerade irgendwo noch mein schlimmster Albtraum. Ich hoffe mal, dass Sui einen Angriff überlebt und das Ding dann wegbeben kann. Oder werd gekopfnuss, das geht auch. Sui ist schneller als sein Traumato. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Yes. Exzellente. Und Kadabra. Nö, komm. Du kriegst auch die Full Experience. Sofern Sui das überlebt, aber ich denk mal. Sui ist ein Buffer-Dude, der kriegt das hin. Ich muss mal echt irgendwie rauskriegen. Ich meine, was kann jetzt noch besser werden als Erdbeben? Ich muss mal Keso fragen, wie sie das gemacht hat. Also ich hätte zu gern Geowatz. Geowatz ist cool. Dann hätten wir Sui-Watz. Oder Geo-Sui. Eins von beiden, sucht's euch aus. Ich meine, konnte man hier schon die Namen der Pokémon umändern? Ich meine, das wäre irgendwo witzig. Ich meine, zum Beispiel Bisaflor könnten wir in Gobblflor umnennen. Das wäre zum Beispiel was. Das wäre dann Geo-Sui oder Sui-Watz. Sui-Watz gefällt mir dabei irgendwo besser. Gibt es noch nicht? Oh. Aber Sui-Watz. Nani? Bin wieder DAAA3SUI-Watz. Sui-Watz. Da ist sogar noch jemand für Sui-Watz. Ja, Mensch. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe die Eier des Schreckens, bevor du dich besiege. Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ah, du bist ein Arschloch. Okay, verstehe. I shall fuck ya up. 37, ja Mensch. Und du hast es ist immer noch ein Smogon. Kann man denn Lavandier? Echt? Oh, nice. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich halt irgendwie überhaupt Sui-Watz kriege. Ob Sui mich hasst für das, was ich tue? Ob er mich richtig hasst dafür? If he knows. Yes, keine Wirkung. Bin selber Gift-Typ. Suck my dong. Oh, come on. Kill yourself, komm. Oder auch nicht. Nö. Ach komm, das reicht. Paff. Sehr effektiv? Okay. Akzeptiert. Another Smogon. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Aber wieso ist das sehr effektiv? Ich meine, es ist Blutsauger. Blutsauger ist eine Trash-Attacke, aber still. Oh, yeah. Weil das Schlimme ist, ich glaube, mein Team wird sich nicht mehr viel ändern. Und Burger 43, Alter, mal weiter. Das war ein Level Cap. Oh, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Da gehen wir mal auf Nummer sicher. Oh, you blow yourself up. Okay. Das war's mit Rinmei-Mei. Ja, das konnte sie nicht überleben. Das war klar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Ninja-Meister einfach sah. So, fuck this. Bite the dust. Klick. Boom. Tot. Reuer Seelenorden. Ich hab zwar gerade mein stärkstes Pokémon in die Luft gesprengt, aber gut. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer auch aus kämpfen. Schimmelkäse ist giftig. Das auch und Milch auch. Das wissen wir doch jetzt alle mittlerweile. Also jeder, der Milch trinkt, ist, erstmal eine Milch trinken. Das ist giftig. Ja, genau das.
Toxin. Oh, ich weiß schon genau, wer das kriegt. Nämlich das Pokémon, was gerade in die Luft gesprengt wurde. Jesus. Mein, erstmal ein X-Angriff und dann gesagt so, you know what? Wenn ich schon verliere, kann ich auch alles in die Luft jagen. Dass das Dach noch steht, wundert mich. Oh Mann, oh Mann. Was ein Psycho. Okay, aber da, Toxin? Toxin klingt sogar gar nicht mal schlecht. Bam, bam, badabau. Oh ja, Pokémon sind wieder topfit. Komm, jetzt sei wieder vorbei, oder lass es sein. Nani? Käse ist giftig. Aber natürlich ist Käse giftig. Milch ist giftig. Luft ist giftig. Pokémon sind giftig. Toxin ist giftig. Pate kann Toxin. Warum kann Pate Toxin? Bei unserer Queen weiß sie das. Zunder kann... Wieso kann jeder von euch Toxin? Aber das kriegt Rin Mei Mei. Rin Mei Mei kriegt Toxin. Das ist, dafür haben wir Giftpuder weg. Because it's Toxin. It's better. Fast jedes Pokémon kann Toxin. Das ist... Ja... Alle können Toxin, außer Carpador. Carpador ist giftig. Okay. Soweit, so gut. Mensch, wir haben den Orden, den wir brauchen. Ich bin ja dazu verleitet, jetzt nochmal in die Safari-Zone zu gehen. Einfach, wir haben ja jetzt auch die Angel, ne? Wisst ihr was? Wir machen nochmal so einen kleinen Abstecher in die Safari-Zone. Und in der nächsten Folge geht's dann, Richtung neue Abenteuer. Um genau zu sein... Wir traveln ziemlich viel wieder zurück. Wir betreiben ziemlich viel Backtracking dann. Aber gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas Schönes jetzt hier. Irgendwas Schnuckliges in der Safari-Zone. Who knows? So, hier. Gib mir die speziellen Schlechtbälle. Gib her damit. Jetzt sabbel mir kein Ohr ab. Ich weiß, was ich tun muss. Nämlich, hat man mir auch gesagt... Beziehungsweise, ich möchte hier einmal gleich surfen. Unsere Queen kann ja surfen. Glücklicherweise. Ein Nugget! It's a Nugget! Mal gucken, was kriegen wir denn hier? Mit einer schönen Profi-Angel. Oh! Da, angebissen! Weh, es ist ein Carpador, I will destroy you! Es ist ein fucking Dratini. Kick den Fisch zurück ins Meer. Nobody wants that trash. Was ist hier oben? Das Gebiet hier oben kenne ich gar nicht. Ein männliches Nidoran. Hab ich schon. Es heißt Killer King. Wow. Parasek. Hier, have a stone. Es ist wütend. Schön. Alter, Parasek sieht richtig creepy aus, wenn du ihm gegenüber... Okay, das war easy. Okay. Oh, das ist eine feuchte Umgebung. No one will understand this joke now. Keks, wenn du das guckst, was ich nicht glaube... Nani? Um die Ecke, Beatlock, vielen Dank. Es ist Trasher. Niemand wird diesen Joke verstehen. Und das tut mir leid. Und dann denke ich mir wieder, nee, es tut's nicht. Es ist ein schlechter Joke und es tut mir nicht leid. Es ist ein Skadaguri-Joke. No one will understand this. Wo sind wir hier eigentlich? Kann man hier auch schon Dratini angeln? Also ist das hier überall? So ein Dratini einfach nur zu haben, wäre schon Swag. Aber irgendwie kommt hier gar nichts. Stimmt, nochmal im normalen Wasser gucken, was da so auftaucht.
Können wir mal schauen, was hier so auftaucht. Wenn ich nicht dumm wäre. Aber gut, dann können wir auch gleich einmal nochmal hier die Angel ausschmeißen. Wieso Stratini mit einer Superangel? Ich gehe jetzt nicht zurück und hole meine Superangel. Du schon wieder! Okay, dann. Fuck off. So, okay. Hier muss es doch irgendwo Pokémon geben im Wasser. Wehe, hier kommen nur Carpados oder Tentachas. Aber scheinbar kommt hier gar nichts. Entweder das oder ich habe einfach das größte Glück/Pech in Existence. Okay, fuck this. Ja, kaum gehe ich zwei Schritte auf Gras schon. Kommt Bloodfuck hier an. Und hält sich für einen ganz besonderen Tollen. So, wo sind wir hier? Oh. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Trifft sich auch nicht schlecht. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Hier ist gratis Zeug. Top Twank. Warte mal. Ist das der andere Weg? Wenn du Steine auf Pokémon wirfst, fliehen sie meist, aber es sind dann leichter zu fangen. Ja, weil ich einen Stein am Kopf geschmissen habe. Aber wenn ich Köder schmeiß, auch. Ja, da gesucht, aber keinen neuen Pokémon gefunden. Es ist Gras. Literally 10 cm draußen. Mit der Superangel 10% Wahrscheinlichkeit. Jesus. Warum? Das ist so weird. Naja, auf jeden Fall sind wir hier jetzt mal gewesen. Das hat sich schon mal gelohnt. Tauros. Fuck. Doppelfuck. Boah, Tauros hätte ich auch noch gern gehabt. Einfach weil Tauros cool ist. Ach so, warte mal, sie kommen also näher zu dir. Was bedeutet, dass die Pokébälle verfehlen können? Safari-Zone in der ersten Gen ist super weird. Einfach nur super weird. Come on. Something. Irgendwas hat angewiesen. Komm, irgendwas Essbares. Ein fucking Goldini. Fuck right off. Dankeschön. Ja gut, ist ja jetzt... Ne, wir haben, was wir wollen. Beziehungsweise, wir haben hier noch ein bisschen was geholt. Wir haben jetzt einen Thrasher. Ergo Parasect. Es macht Sinn, wenn ihr Skydugry Pleasant gelesen hättet. Komm, nochmal eine Chance, ein Tauros, bitte. Ein Tauros wäre cool. Ne, ne. Vor allem, es geht ja, das Ganze geht ja nach Schritten, ne? Ich frage mich immer, achten die Leute da drauf, wie viele Schritte du machst? Also zählen die mit? Das stellt mir irgendwie fies vor. Das ist die ganze Zeit so ein Dude hinter dir und zählt, wie viele Schritte du machst. Come on! Tauros ist jetzt literally das Einzige, was ich gern noch hätte. Dich kann ich vor der Safari-Zone literally zuhauf fangen. Du bist nicht mal wertvoll. Ey, Doribo, sup? Ich meine, wir haben so ein paar Items rausgeholt aus der ganzen Sache, von daher. Ist jetzt ja nicht so, ne? Schon wieder so ein aggressiv guckendes Owei. Tauros war 1%. Wirklich? Ich hatte ein 1% Chance Pokémon gerade vor mir. Also manchmal hinterfrage ich mein Glück. Es kommt immer zu den merkwürdigsten Zeitpunkten. Ja, Owei ist einfach nur fucked up. So, wie gehen wir jetzt am schnellsten? Ich glaube, wir gehen einfach hier lang. Würde ich sagen.
I guess. I don't know. Mit dem Fahrrad sind wir hier, das geht ja relativ fix. Zwar den Hügel hochfahren könnte ein bisschen dauern, aber mein Gott. Aber und offenbar ist es illegal, auf dem Fahrradhügel mit einem Nicht-Fahrrad umherzulaufen. Offenbar ist der Floor hier Lava. Aber das weiß keiner. Ja, offenbar ist heute mein scheiß Glückstag. Mein Glückstag, wo irgendwie Zeug passiert, wo ich eigentlich nicht bräuchte. Aber ich mich auch nicht beschwere, dass sie passieren. Ich meine, allein Gobblefloors hier 10.000 Crit-Rate hier. Ich könnte fliegen, aber ich will unserem Baten nicht Fliegen beibringen. Und ich glaube kaum, dass die Queen fliegen kann. Okay. Ich meine, mal so aus Interesse. VM2 kann höchstwahrscheinlich nur Pate. Habe ich mir gedacht. Und dem will ich das ehrlich gesagt nicht... Es ist aber besser als Schnabel. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Es ist besser als Schnabel. Es macht immerhin mehr Schaden. Es war so eine zwei Runden-Sache, aber man ist wenigstens invulnerable. Hat er zwar zwei VMs, aber dann braucht er auch keine anderen Attacken mehr. Er lernt eh nichts Besseres. Gut. Fuck Schnabel. Ich erwarte sowieso, dass Pate nur noch mit seinem Samurai-Schwert rumrennt und Leute aufschlitzt. Was anderes erwarte ich von dem Dude literally nicht mehr. Von daher, ich denke mal, das ist soweit ganz gut. Gut, dann können wir ja jetzt... Was kommt denn als nächstes jetzt? Der Rocket Tower, oder? Also, ich nenne es jetzt mal Rocket Tower. Ihr wisst, was ich meine. Der Gerät hier. Beziehungsweise, wir können uns ja erstmal... Warte mal. Bevor wir hier irgendwas machen, ne? Wir können ja dann erstmal... Wir sind gut dabei. Und Rinmeme könnt auch noch ein paar... Was heißt gut? Ich klopp dich kaputt, Junge. Und Kampf-Pokémon, da hat ja hier, ne? Da hat ja die Rinmeme kein Problem mit. Mit solchen Dudes. So was frühstückt sie ja weg. Dead. Easy. Problems. Mashok, easy Erfahrung. Easy peasy. Chomp. Dead. Ja, ich muss ja meine Pokémon nicht umbenennen, wenn ich na sowieso noch nicht. Ich muss Gesu mal fragen, weil sie hat das bei sich irgendwie hingekriegt, dass man das irgendwie, ne, you know. Es war ganz merkwürdig. Ich muss mal fragen, how she did this. Weil ich will Suiwatz. Alles klar, Estrana, dann pass auf dich auf und bis denn. Das Sofakissen ist auch tot. Ich meine, es ist gut, ein Psycho-Pokémon zu haben. Was kein Psycho-Pokémon ist, you know. Stopp, zieh eure Schuhe auf. Okay, ich dachte, jetzt kommt so ein Hammer-Time-Joke, aber gut. Wenn er möchte, dass ich meine Schuhe ausziehe, kann ich auch irgendwo verstehen. By the way, ich überziehe gerade schon wieder die Folge. Ich merke das jetzt erst. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen. Das ist echt eine ekelhafte Angewohnheit von mir. Um genau zu sein, wisst ihr was? Wenn man hier jetzt die Folge zu Ende... Bis zum nächsten Mal, Mann.